Jö, heute wollten wir die Tanzaffen da anpflanzen. Wahrscheinlich mal wie. Ich habe gerade aus Versehen auf so ein Hasenloch geklickt. Und da hat er gesagt, das führt wahrscheinlich in das Königreich der Hasen. Ja, ganz bestimmt, Wilson. Hast vollkommen recht. Ja, also ich wollte die Bäume pflanzen. Wahrscheinlich werden wir oben auch wieder Bäume hacken müssen, um an. Ah, das Spinnenei schon vorher da. Also ich glaube, das haben wir gerade jetzt erst aufgedeckt. Das wäre ja sonst richtig fies, wenn diese Spinnenmutti oder was auch immer das da ist, jetzt rumläuft und überall Eier hinlegt. Könnten wir recht schnell ein Problem haben. Aber gut. Ich muss immer noch einen von denen umbringen, um an das Pigskin ranzukommen. Hier ist die Karotte. Njam, 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 njam. Komm schon, gib mir eine Pig... Au. Oh, unsere Lebenspunkte sehen auch nicht sehr gut aus. Sollte ich ein wenig vorsichtiger sein. Aber das ist jetzt der fünfte oder sechste Schwein ohne ein Pigskin. Da ist doch irgendwas im Busch. Irgendwas muss da gedreht worden sein. Vielleicht bekommt man die jetzt nur noch, wenn sie, keine Ahnung, von irgendwas anderem umgebracht werden. Oder wenn wir sie vorher... Oh, vielleicht muss man jetzt die Leichen mal so aufschneiden. Quasi schlachten, das wäre makaber. Und die Leiche ist schon despawned. Das also auch nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach nur Pech. Das wird es wohl sein. Na gut, wir wollten zurück zu unserer Kohlefarm. Hatten wir die denn schon angefangen? Erstmal gucken. Und unterwegs natürlich jede Menge Gras mitnehmen. Damit wir auf die 200 Forschungspunkte kommen. So. Da war eine Schweinehütte. Wir hatten noch gar keine neue Farm angefangen. Na gut, dann setzen wir einfach hier eine hin. So. Eins, zwei. Alle schön dicht beieinander. Dann fackeln wir das einmal ab. Eine Fackel haben wir, glaube ich, noch im Inventar. Jo. Und danach geht das Holzhacken wieder los. So, du zündest jetzt bitte mal das da an. Und lass weg. Und während das da jetzt vor sich hinkokelt, sammeln wir müssen einen kleinen Kram noch ein. So. Irgendwo noch ein größerer Baum, den man ausnehmen könnte. Nö, alles nur kleinen Kram. Ja. Oh. Warum ist denn ein Stück Fleisch? Oh. Wir haben anscheinend einen Vogel erwischt. Der warum auch immer nicht vor dem Feuer weggelaufen ist. Aber gut. Eine Feder mehr. Tack, tack, tack. Und genug Kohle für drei Nächte oder so. Das ist ein echter Krampf momentan. Aber wir haben ja in der letzten Folge gelernt, dass wir auch den Döner benutzen können. Als Feuermittel. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ob das gleichwertig ist mit Holz und Kohle. Das wäre natürlich ideal. Aber ich denke mal eher, man wird doppelt so viel reinschmeißen müssen. Aber wie gesagt, das testen wir heute Nacht einfach. Wir nehmen einfach schon mal eine ganze Menge mit, sammeln weiter unser Gras und halten uns von der Spinnenkönigin fern. Ja, da wird es noch angezeigt, das Spinnennest. Aber die scheint sich jetzt ja zufällig in der Gegend rum zu bewegen, ähnlich wie die Yaks auch. Das heißt, wenn wir richtig Pech haben, dann tapselt die irgendwann mitten in unser Lager rein. Das heißt, wir müssen die irgendwann umbringen. Wie auch immer. Also bestimmt nicht mit so wenig Lebenspunkten und bestimmt nicht ohne einen Footballhelm. Das muss also noch warten. Und ich würde auch ganz gerne wieder nach oben gehen, ein bisschen Steine kloppen. Und demnächst auch wieder, mal wieder, zurück ins alte Lager laufen, um da die Bienen einzusacken. Weil den Honig könnten wir jetzt hier echt gut gebrauchen. Weil Fleisch bringt zwar ein bisschen was an Lebenspunkten, aber nicht so wirklich viel. Oh, wenn wir richtig Glück haben, greift die Spinne die Yaks an. Ha. Und die Yaks, haben wir gelernt, sind schon recht kräftig. Die haben ja so einen ganzen Wolfstrupp einfach so zerlegt, ohne größere Probleme. Vielleicht können die auch die Spinnen umbringen. Und hier sind ja irre viele von denen. Nur wie kriegen wir das hin, dass die Spinne auch die Yaks angreift? Wir könnten einfach versuchen, hierher zu locken.
Also, wenn wir wieder volle Lebenspunkte haben und den Helm und was weiß ich, könnten wir sie suchen, hierher zu locken. Aber ich weiß nicht, wie die sich bewegt. Vielleicht ist die ja ähnlich wie diese gelben Spinnen und kann springen. Das wäre natürlich richtig übel. Oder einfach nur schneller laufen als wir. Da hätten wir gar keine Chance. Ah, das wird noch anstrengend. Und ich hätte auch ganz gerne vor die Fleischstatue hier. Aber das ist vielleicht ein wenig zu viel verlangt. Gucken wir mal. Erstmal testen wir jetzt, ob der Dünger gleichwertig ist mit der Kohle. 1, 2, 3. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Und es brennt nicht so hoch wie bei Kohle. Aber schauen wir einfach. Den Dünger werfe ich jetzt nicht direkt daneben. So ähnlich wie das Kohlelager, denn da kommt immer dieser doofe Soundeffekt. Der ist mir dann doch zu nervig. So, du kommst mal da rein. Du kannst gekocht werden. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwo Barthaare haben von Wilson. Wenigstens ein paar. Nö. Da ist der Rasierer. Zack. Einmal rasieren, bitte. Ein Barthaar. Ja, da wurde definitiv was gedreht. Was aber auch ganz gut so war. Weil vorher konnte man ja theoretisch jeden zweiten Tag, okay, jeden zweiten, dritten Tag, eine neue Fleischstatue bauen. So viel Barthaar hat er produziert. Das ist jetzt wohl nicht mehr möglich. So, wir haben 34 Gras. Das können wir doch gleich mal verforschen. Auch wenn ich mir noch nicht wirklich sicher bin, was ich zuallererst neu erforsche. Es waren ja ein paar Sachen dabei, die ganz interessant sind. Aber ich glaube, die ganz schnellen Farmen wären nicht schlecht. Da muss ich am Tag nicht ganz so viel mich darum kümmern, irgendwas zu essen zu besorgen. Und Zeitersparnis ist eigentlich mit das Wichtigste momentan. Denn gefühlt verbringe ich fast den ganzen Tag nur damit, irgendwelche Sachen zu machen, die uns nicht wirklich weiterbringen, sondern einfach nur auf dem Level halten, wo wir gerade sind. Und das ist doch ein wenig lästig. So, 201. Wir können also die Turbofarm. Jetzt müssen wir näher an das Ding ran. Die Turbofarm könnten wir uns holen. Wir könnten Sleep Darts. Ah, da brauchen wir echt für jeden einzelnen Dart, also für jeden Schuss Munition, bräuchten wir eins Dinger von der Biene und eine Feder und zwei Schilfrohr. Das ist übelst. Also nee, die Dinger forsche ich erstmal nicht. Ein Vogelkäfig. Ich denke nicht, dass damit die kleinen Vögel gemeint sind, sondern wahrscheinlich eher diese Tall Birds. Diese Glubschaugen mit dem Schnabel. Das wäre schon ganz praktisch. Haben wir bei Magie was Neues? Amulett. Das Amulett hatten wir ja schon. Die Panflöte. Musik, um Bestien zu beruhigen. Ja komm, das nehmen wir mal. Sollten wir jetzt auch bauen. Ja, da hast du vollkommen recht, Wilson. Wir hätten gerne ein Seil und ganz viel Schilfrohr. Ganz viel Schilfrohr. Da. Da. Wie auch immer wir das Ding jetzt benutzen. Das kommt erstmal zurück. Die Samen können hier rein. Du kannst da rein. Oh, der Dünger hat übrigens super funktioniert. Hat die ganze Nacht gehalten, nur 3 Stück. Das heißt, wir können unsere Kohlefarm erstmal abschmieren. Das hilft uns schon mal ganz schön weiter. Zumindest zeitlich gesehen. Was machen wir jetzt mit der Panflöte? Wir könnten versuchen, jetzt einen Jack anzugreifen und den Jack damit zu beruhigen. So als ersten Test. Aber wir sind immer noch bei 36 Lebenspunkten. Haben immer noch keinen Helm. Ich glaube, das werden wir zuerst machen müssen. Das heißt, wir klappern jetzt weiter unsere Schweineställe ab. Also unsere Schweinehütten eigentlich. In der Hoffnung, dass wir dann doch irgendwann mal ein Pigskin bekommen. Und natürlich weiterhin Gras sammeln, damit wir die nächsten 200 Forschungspunkte bekommen. Obwohl, ich glaube, morgen gehen wir mal wieder los. Morgen gehen wir los und schnappen uns ein paar Eier von den Tallbirds, um dann so ein Vogelhaus zu bauen. Und laufen. Obwohl. Mir ist gerade was eingefallen. Wir könnten ja theoretisch uns einfach umbringen lassen.
Dann tauchen wir in unserer alten Basis auf und können dann wieder hierher laufen. Das würde uns mal locker 2-3 Tage hin und 2-3 Tage zurück ersparen. Der Haken ist nur, wir haben denn gar keine Fleischstatue mehr. Und das wäre dann doch ein wenig leichtsinnig, ohne Fleischstatue hier wieder zurückzulaufen. Muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Erstmal musst du sterben. Wir haben nichts zu essen dabei. Doch, hier. Komm her. Und schon wieder kein Pigskin. Das kann doch nicht angehen. Du aber? Nö, auch nicht. Haben sie das Rezept vielleicht geändert? Das musste der Hüten gewesen sein. Nö, ein Pigskin. Och, Menno. Also hier... Oh, bin ich auch versehen zur Spinne gelaufen. Die ist aber gar nicht mehr da. Naja, komisch. Ich höre was. Die ist hier doch noch irgendwo. Ja komm, weg hier. Nichts riskieren. Einfach weglaufen. So. Aber ja, das mit dem absichtlich sterben lassen, sollten wir lassen. Denn das ist einfach ein zu großes Risiko. Wenn wir jetzt die ganzen Mittel schon hätten, 2 neue Fleischstatuen zu bauen, dann vielleicht. Dann könnten wir jetzt... Oh. Haben wir die Mittel vielleicht schon? In unserer alten Basis in der Biokiste könnten noch Barthaare sein. Aber das ist ein zu großes Risiko, weil ich es halt nicht genau weiß. Nee, okay. Also... Morgen ziehen wir einfach los, versuchen so viel wie möglich an neuen Sachen zu bekommen, also Eiern, Honig, Bienen, was auch immer. Dafür sollten wir erstmal ein Netz bauen und dafür haben wir keine Spinnenseide. Das ist echt ein doofer Kreislauf. Also wir brauchen jetzt eigentlich echt, um weiterzukommen, den Pigskin-Helm, da wir ein bisschen mehr Risikos eingehen können. Dann müssen wir Spinnen jagen, was wir auch nur mit dem Helm machen können, sonst sterben wir. Und wenn wir die Spinnen gejagt haben, können wir das Netz bauen und damit die Bienen einfangen. Ja, ist momentan ein wenig ärgerlich. Na gut, machen ein bisschen was Produktives, hacken Holz und essen zwischendurch irgendwas Teures zu essen. So. Und hoffen, dass kein Endball rauskommt. Zumal es ja auch schon relativ nah am Abend ist. Ich glaube, ich hacke jetzt immer noch maximal 3 Bäume ab. Nur für den Fall, dass das kumulativ ist. Also je mehr Bäume ich abhacke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein End kommt. Und da ist 3 Bäume, glaube ich, ein guter Schnitt. So, also dich noch. Und dann ist gut. Hasen laufen mal nach Hause. Die ganzen Stumpen hier ziehen wir auch noch kurz raus. So, dich und dich. Damit wir die letzten Sonnenstrahlen noch einigermaßen effektiv nutzen. So. Und zurück zum Lager. Frischen Dünger fürs Feuer haben wir ja. 1, 2, 3, 4. Rest da rein. Oh, wir haben schon 2 Stacks voll. Na gut, dann kümmern wir uns mal um unsere Farm. Heißt, wir sacken die Samen hier noch ein und düngen manuell die Pflanzen zu Ende. Also dich, 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 dich. Alles nieten bis auf eine. Das ist doch echt albern. Also ja, Karotten sind nieten. Die bringen fast gar nichts. Außer vielleicht ein bisschen Füllmittel. Ha, wir könnten einen Gemüseeintopf machen. Oder wir warten noch 1-2 Tage und strecken das Ganze mit Monsterfleisch, damit dieser Fleischeintopf bei rauskommt. So. 1-mal, 2-mal, 3-mal. Oh, eine Drachenfrucht. Dieses kleine Dingelchen dazwischen ist echt übel da. 1, 2, 3. Mais, sehr schön. Vielleicht gibt es hier auch irgendwas ganz Seltenes, was bei der Farm rauskommen könnte. Das wäre natürlich auch schick. 1, 2, 3. Karotte. Aber ja, doch, mit dem Essen klappt das soweit ganz gut.
du gehst mal da rein. Ich weiß gar nicht, ob Drachenfrucht oder diese Pomgranat hier vielleicht genauso viel heilt wie was anderes. Also wieder Honig. Müssen wir mal testen. Also es kann sein, dass ich schon mal getestet habe. Aber das habe ich vergessen. Also gucken wir mal ganz kurz, was die Avocado hier bringt. An Lebenspunkten meine ich jetzt. Wir sind bei 42. Fast nichts. Okay, Drachenfrucht. Einmal. Nein, nicht so essen. Die bringt schon mal 8 Punkte, wenn sie roh ist. Jetzt sind wir bei 52. 52. 62, ja, bringt 10 Lebenspunkte. Das ist nicht schlecht. Aber lohnt sich trotzdem nicht so wirklich. Außerdem ist sie tierisch selten. Bis wir die absichtlich bekommen und zusammenfarmen können als Vorrat, als quasi Heiltrank, das können wir, glaube ich, knicken. So, du bitte dahin. Und die Sachen können wir mal kurz einsortieren. Und dann ist auch schon wieder der neue Tag. Haben wir dich da schon irgendwo? Nö. Wir haben fast keine Federn mehr. Okay. Die können wir gleich neu anfarmen. Aber erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.